Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euroschweiz Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind hier noch beim Hotel in. Ich weiß selber gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Kommt davon, wenn man immer so viel Zeit verstreichen lässt. Zwischen den Aufnahmen. Und es ist natürlich super, dass wieder das Ganze wieder hier komplett überlastet ist. Genau, Oslo war das. Wir befinden uns hier immer noch in Oslo. Wollen wir gemeinsam schauen, wo es hingehen könnte. Ich glaube, extra Aufreger habe ich gar nicht aktiviert, oder? Ne, habe ich noch nicht aktiviert. Aber irgendwann mal. Wir haben noch 57.000. So, wir kommen dann von Oslo aus. Das Beste wäre jetzt. Ist aber echt eng, ne? Zwischen Yacht und Elbling. Elbling, wie kommen wir auf Elbling? Elbling. Ich würde sagen, wir fahren dann 23 Tonnen schwere Bagger von Oslo nach Elbing. 758 Kilometer sind das. Und wir bekommen für 21.000. Ja. Fertig zum Losfahren. Nehmen wir. Was haben wir denn jetzt? Unbekannt, okay. 100 Kilometer noch drin. Oh. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr. Dann denken wir uns mal den Renault-Händler auf. Ich bin immer noch auf der. Oh. Ich bin immer noch auf der 1. Also vom Game selbst auf der 1.38. Punkt 1, Punkt 5, nimm Punkt diese X. Ausfahrt. Nee, quasi war auf der 1.38.1.5S. Auf der bin ich. Spreche immer noch auf, Achtung, achten Sie auf der die 2.50 von Promoz. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Mit der aktuellsten Version aber auch runtergeladen, sprich wenn dann die anderen Maps auch möglich sind, um sie auf der 1.29er Version vom Game selbst zu spielen. Wenn die darauf geupdatet wurden, dann. Also alle geupdatet wurden, ich muss noch auf die Southern Region Map warten. Bei den anderen Mods habe ich noch gar nicht geguckt, weil, naja, die Map Mods halt relevanter sind, weil es halt, ne? Wer hätte es gedacht, es geht tatsächlich halt um die Map. Da müssen wir dahingehend erst noch mal ein bisschen warten. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. So, wir haben 57.000, wir bekommen 21.000 für den Auftrag. Wir brauchen unbekannt. Nein, Moment, wir sind jetzt in Folge 13. Ich muss mir daran mal angewöhnen. Eigentlich müsste ich genau so viel aufnehmen, bis wir dann. Wobei eigentlich ist das Schwachsinn nicht. Ich könnte das eher. Wobei, ja, doch eigentlich schon. Dass ich so viel aufnehme, dass ich. Dass ich nachdem auch die Southern Region Map auf die 1.29 Version vom Spiel selbst geupdatet wurde, dass ich. Oh Gott. Dass ich danach halt so viel aufnehme, dass ich halt so gesehen bis zum Dings, bis zur sag schnell, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Folge 24, also dass ich bis Folge 24 dann quasi davor aufnehme, ist ja zwar nicht mehr ganz so viel, sind noch wahrscheinlich so 12 Folgen, aber haben wir zum Beispiel mal ein bisschen was aufgenommen, dann habe ich bis dahin dann zumindest schon mal das Geld eingefahren. Denn, also prinzipiell brauchen wir 180.000 mindestens, um halt
die Garage abzugraden, damit wir halt überhaupt möglicherweise, also eventuell brauchen wir den Trailer. Also eventuell brauchen wir eine höhere Garage, um halt das Event starten zu können. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir, was weiß ich, dass dann ihr entweder euch entscheidet für Spezialaufträge oder World of Schwachs. Aufträge, dementsprechend bräuchten wir dann ja gar nicht irgendwie eine Garage, weil wir halt keinen Trailer kaufen müssen. Mit Spezialaufträgen meine ich jetzt halt in diesem Fall die Spezialaufträge, wo man halt wirklich gesondert so gesehen fährt, ne? Also jetzt sprich keine, man kann ja auch rechts halten. Mit dem eigenen dann Ausfahrt rechts nehmen. Truck, glaube ich, sogar eigene Aufträge fahren, aber nimm die Ausfahrt rechts. Glaube ich zumindest, muss ich nochmal testen. Vorzugsweise testen wir das dann Samstag im nächsten American Truck Simulator Stream und gucken dann danach. Da gibt es auch Spezialaufträge, dann kann man die Spezialaufträge als Frachtmarkt im Frachtmarkt, dann können wir da gucken, wie das ist, wie das funktioniert. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ein enges Ding hier. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Ja, da freue ich mich ja schon wieder, wenn wir Zug fahren. Jetzt fahren wir nochmal. Ah ja, das ist ein Bagger. Was ein Wirrwarr hier und schön Wohngebäude oder wahrscheinlich. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oslo. Vielleicht ist am Kreisverkehr vielleicht auch Commercial Buildings. Weiß er schon. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach links ab. Ich dachte gerade, hä, wieso zweite Ausfahrt? Wir kommen auch nicht mehr weiter, aber hier geht's runter. Demnächst links abbiegen. Alter, was ist. Eieiei. Biege nach links ab. Richtig. Richtig heftig uns muss. Demnächst rechts. Ich hab keinen Spaß, damit hochzufahren. Also überall hier so heftig am Wackeln. Krass. Biege nach rechts ab. Ich bin überrascht. Dann nochmal kurz über die Straße. Das ist ja nicht wirklich mit dem Trailer durch, das ist ja super. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ach du Scheiße, dann wenn ich sage, okay. Hier rauszukommen wird spaßig. Alter. Endlich, wir sind da. Sehr schön, direkt eine Herausforderung. Oh. Da haben wir noch 700 Kilometer vor uns. 760 Kilometer. Wir haben bis Donnerstag Zeit. Wir haben Dienstag. Auf geht's. Wir haben fast 48 Stunden Zeit. Das heißt, wir können auf Alphel noch einmal schlafen. Ja, dann, würde ich dann am liebsten hier rausfahren gleich. Links rum oder rechts rum? Wäre auch hier abzuladen, so die ganze Zeit ohne Probleme und dann fährt man hier lang und dann fährt man die sonst noch was kaputt. Los. Ja, wir dürfen komplett 80. Sagen wir von hier geradeaus durch. Machen wir mal.
1084 Kilometer, wir fahren noch mit dem Schiff. Biege nach rechts ab. Das waren 23 Tonnen, ne, genau. Sah vielleicht doch am Anfang ein bisschen enger aus. Oder auch nicht. Demnächst ja, links abbiegen. Biege nach links ab. Ey, ey, da kommen wir jetzt doch schon ein bisschen dran. Jetzt haben wir sie doch festgefahren. Schäufelchen. Wollte ich eigentlich nur ein bisschen mal nach rechts ausscheren, damit ich nicht gegen das Auto fahre. Ja, gut, das passt ja hier alles. Jetzt noch ein paar enge Kurven. Aber auch die kriegen wir jetzt locker hin. Demnächst rechts abbiegen. Das Trickige war ja gerade eben eher so der Bereich. Nach rechts ab. Jetzt hinter uns, es wäre jetzt auch ein bisschen gewackelt, aber das kriegen wir auch so hin. Biege nach rechts ab. Und der nächste Rest ist ja eigentlich hauptsächlich über die Autobahn nach Schweden. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Um durch Schweden durchzufahren. Von daher kommt jetzt der entspannte Teil. Zweite, okay. Diese Ausfahrt. Trondheim. Wunderbar, aber das war schon mal schön. Mal wieder ein bisschen mehr Herausforderung zu Beginn auch. Wieder rein, wir dürfen nur maximal 80 fahren. Allgemein mit dem Trailer. Von daher machen wir das dann auch. Habe ich so ein bisschen früher hochgeschaltet, als ich wollte, aber gut. Warte, auf 81 passt auch. Ja, dann wollen wir mal wieder ein bisschen Autobahn fahren, ne? Anderes machen wir jetzt ja nicht mehr, außer roundabout 600 Kilometer Autobahn. Immer auch manchmal. Das heißt, wir haben dann im Endeffekt, wenn wir die Tour beendet haben, wir müssen auch nochmal, wie viel waren das? Waren das $700, glaube ich, zahlen, um hier mit der Fähre zu fahren? Tanken müssen wir auch irgendwann mal, aber erst in 1200 Kilometern, die wir nicht fahren werden, sprich bei einem Polen tanken. Wir tanken in Polen. Dann haben wir im Endeffekt, wenn wir die Tour abgeliefert haben, sind wir dann bei 77.000. Wir sind jetzt, glaube ich, beim 13. Video hier zu Eurotaximator 2, dieser Staffel so gesehen. Das heißt, wir hätten noch ungefähr 11. Jetzt sogar weiter mit 80 Rubrik, wo ich dann meint. Das, ich glaube, es ist beim 13. Video, heißt nach dem 13. haben wir dann 77.000. Ich denke mal, also das kriegen wir definitiv hin. Wir haben wahrscheinlich jetzt
Stimmt, ich kann jetzt einfach mal so ein bisschen hochrechnen. Wir haben jetzt noch 11 Folgen so gesehen. Bis zum, also abgesehen von diesem Video, also nach diesem Video haben wir noch 11 Touren, die wir fahren, bevor das erste Event so gesehen startet. Bitte links halten. Gehen wir mal von durchschnittlich so 21.000, würde ich das sagen. Wobei wir könnten noch, wir haben ab und zu mal 25.000 Aufträge, rechnen wir einfach mal mit 21.500 pro Tour. Dann haben wir nach den 11 Touren haben wir 236.500 eingefahren. Wir haben zu dem Zeitpunkt noch ungefähr 77.000, sag ich jetzt mal, schon vorher gehabt. Wenn wir bei 313.000, dann, ja, dann lass uns einfach nochmal so ungefähr 13.500 abziehen. So von wegen Sprit und so weiter. Und dann sind wir bei 300.000. Dann haben wir, wir können uns die Garage kaufen, wir können uns dicken Trailer kaufen. Passt. Und notfalls kann man sich auch noch einen kleinen Kredit nehmen, ne? Aber das kriegen wir auch eigentlich ohne Kredite hin. Einmal so eine Vorbeifahrt zu machen, ist ja auch mal wieder ein bisschen entspannend, ne? Entspannend war das Richtige, gut. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Wir können noch 7 Stunden fahren. Lass uns mal kurz schauen, also für euch kurz, für mich länger, wie lange wir es noch bis zur Fähre haben. Fahrt vorsichtig. Müssen wir das mal kurz so machen. Wir haben 8 Stunden bis dahin, das heißt, wir müssen vorher schlafen. Also wir müssen vor der Fähre schlafen, heißt, wir werden wahrscheinlich ob wir das noch vor Karlskrona schaffen, ist halt die Frage, also kurz davor, ne? Außerdem wäre es halt hier. Machen wir uns mal da einen Wegpunkt, einfach um sicher zu gehen. Ansonsten müssen wir halt einen Wechsel schlafen. Bleibt nichts anderes übrig. Aber wenn wir bis dahin noch nicht müde sind, fahren wir weiter. Wir müssen bald noch, müssen bald eine Detour nehmen. Ich habe mal so eine allgemeine Detour, weil irgendwie hier random halt eine Umleitung haben. Das kann natürlich auch sein. Schon geradeaus weiter, ne? Weil wir haben eigentlich nicht dieses Ding. Wir fahren einfach mal hier rechts raus. Ich vermute mal, dass wir halt keinen Autopass drin haben. Es sei denn, wie gesagt, der Autopass ist hier vorne drin integriert. Aber ich meine, dann hat man hier irgendwas Blaues noch rumhängt. Da machen wir das erstmal so lange so, bis wir das nicht safe drin hängen haben. Weil das es so einen blauen Autopass hier gibt im Game, das weiß ich. Aber ich muss schon sagen, man merkt, wir sind kein High-End-Truck. Wir haben ganz gut zu ziehen.
wäre so eine schöne Brücke. Schön über den Fjord rüber. Das ist schon schön, die Landschaft. Grenzüberschreitung, Einreise nach Schweden. Okay, wir sind. Grenzen, ist mehr gebremst, als ich wollte, aber. Ah ne, wir haben es dann auf der anderen Seite, die Maut. Die hätte doch mal einfach abbremsen können, aber gut. Schalten wir mal wieder auf 80 km pro Stunde. Bin ich auch mal sehr gespannt, ob wir Probleme bekommen werden, falls wir es wird ja mit der 1.4 bzw. mit der 1.40 wird es ja ein neues Lighting System geben. Sprich, damit wird ja auch die Skybox komplett, was die Lichtquellen so unter anderem betrifft, ja überarbeitet. Ob wir Probleme haben werden, wenn wir beispielsweise das Brutal Weather Mod rausnehmen oder inwiefern die dann halt nochmal überarbeitet wird. Da bin ich mal gespannt, aber ich kann mir ziemlich gut vorstellen, also ich könnte, also die 1.40 wird sowohl für ETS 2 als auch für ATS wohl zeitgleich rauskommen. Also, ja, zu einem gleichen Zeitraum, wahrscheinlich zeitgleich. Das ist halt die Frage, ob bis dahin das Iberia DLC bereits draußen ist. Ob das dann quasi mit rauskommt. Das Ganze wird natürlich erst passieren, wahrscheinlich Februar 2021, dass die 1.40 rauskommt. Ich könnte mir vorstellen, dass die 1.40 rauskommt mit dem DLC. Für Euro Truck Simulator 2 müssen wir mal gucken. Sprich, allein deswegen wäre es schon sinnvoll, dann zumindest für den Zeitraum von, sagen wir mal, 4 Wochen, zumindest so weit voraufgenommen haben, dass man halt quasi die Flaute, wo man halt darauf warten muss, dass die Maps gepatcht werden fürs Iberia DLC, dass wir halt bis dahin, oder dass ich halt bis dahin genügend aufgenommen habe von ETS2, dass ich halt den Zeitraum überbrücken kann. Auch wieder wunderschön hier. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das werden wir dann sehen. Aber bis dahin. Auch ich weiß, dass das Lavan auf alle Fälle vermutlich sich jetzt nach Spanien noch ein bisschen orientieren wird. Aber wir haben ja so gesehen noch ungefähr 2,5 Monate wahrscheinlich. Roundabout Zeit. Und sagen wir mal 2 Monate, bis dann das neue DLC rauskommt. Immer gerade. Mindestens. Ne? Wir gehen vom Mindestzeitraum aus. Je länger, desto besser, weil dann gibt es weniger Bugs. Ich denke mal, wir werden da, also. Genau, also was ich sagen wollte, Lama wird sich wahrscheinlich orientieren, dass er ein bisschen mehr jetzt auch nach Spanien fährt. Einfach um das Ganze sich nochmal von Promos anzuschauen, wie Spanien und Portugal, ich weiß nicht, ob Portugal mit dabei ist, wie Promos das so geschaltet hat, bevor das halt das ganze Jahr rauskommt. Ich denke, wir werden das so machen, dass wir uns nicht speziell jetzt danach orientieren. Wir bleiben halt bei unserem Prinzip. Und wenn es dann halt nach Spanien geht, dann geht es halt nach Spanien. Habe ich auch nichts gegen. Schön mit der Baustelle. Ich finde, das mit einem Zufallsevent ist halt eine super gute Bereicherung
für das gesamte Spielerlebnis, weil man halt einfach viel mehr Varietäten hat, quasi an jeder Ecke kann was anderes lauern, so nach dem Motto, ne? Das ist halt schon nice. Ich hab's glaube ich auch im Standard gelassen, weil ich glaube ich zumindest, dass es Standard ist, aber ich meine, ich habe nichts daran geändert, weil darum auch, also wenn man mehr hintereinander ist, dann ist halt mehr hintereinander, wenn halt wieder lange Zeit nichts ist, dann lange Zeit nichts. Immer geradeaus. So ist in Realität ja auch halt, ne? Sind wir in der Nähe von der Stadt? Grad haben wir im Sommer. Wir fahren ja quasi prinzipiell noch im Sommer. Bitte links halten. Wie gesagt, sowohl mit dem Brutal Weather Mod als auch mit der Southern Region Map, soweit ich mich erinnere, funktionieren ja, ich sag jetzt mal vorsichtig, angeblich, also die nicht kompatibel mit Wetter Mods. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Jahreszeiten ändern. Ich bin nicht so, dass ich kaum was zu ziehen habe hier. Es sind nur 23 Tonnen, da gehen auch viel mehr, aber wir sind halt auch nicht. Das sind halt ein Standard-Truck, ne? Ich glaube, wir haben noch nichts mit der. Haben wir was mit der Engine gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Zumindest mit dem Getriebe haben wir nichts gemacht. Wir sind ja noch ein 12-Gang-Getriebe. Wir haben ganz gut zu kämpfen. Gut. Na, 24 PS haben wir dann. Ah, war 24 PS Standard oder nicht? Ich glaube nicht. Wir haben sogar schon noch ein bisschen was gemacht. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Also, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, ich wollte ja nichts ändern, bis wir den Truck haben. Den Trailer, bis das Event startet. Kleinen Hügeln. Okay, stell euch mal vor, wir werden dann irgendwann noch mal mit ähnlicher Kraft ja über die Alpen fahren müssen. Also durch die Alpen fahren müssen nach Italien. Das wird auch ein Spaß. Also prinzipiell, wir können ja schon beide Strecken fahren. Ne? Ich glaube, wir können ja so 1200 Kilometer können wir glaube ich fahren. An dem Kollegen vorbeifahren, finde ich es zwar auch ein bisschen verwunderlich, aber gut. Wir fahren eh weiter geradeaus Richtung Helsingborg. Beziehungsweise ja, Richtung Malmö, um dann weiter nach Karlskrona zu fahren. Okay, wir sind ja schon hier, wir müssen auch nicht schlafen, dann fahren wir weiter. Nimm die Ausfahrt rechts. Aber es wird so der Fall sein, dass wir halt nicht mit dem Schiff fahren oder nicht auf dem Schiff schlafen. Von daher werden wir nicht mal in dieser Folge mit dem Schiff fahren. Das erste Mal, dass wir eine Tour teilen müssen. In der Staffel 4. Boah, was ist müssen, dass wir die teilen werden. Eingenommen, aber gut, dass er nichts war.
Von daher war es eigentlich noch gut genommen. Wenn da was gewesen wäre, wäre es schlecht gewesen. Sprich, wir werden wahrscheinlich in Växjö. Wir fahren ja auch durch Växjö durch, heißt, wir werden wahrscheinlich in Växjö uns dann aus Ohr hauen müssen. Bis Karlskrona schaffen wir es nicht. Da wäre die nächste Rest Area oder die nächste Raststätte an der Autobahn. Aber da kommen wir nicht mehr ganz hin. Dann ist auch nervig. Bin mal gespannt, ob die dann in einer neuen Version von Promods nicht mehr da sind oder ob das, was weiß ich, ob das kann natürlich auch an irgendeinem anderen Model, den kann natürlich auch am Brutal Weather Model liegen, ne? Also der ist ja auch nicht gerade klein. Beziehungsweise die ist ja auch nicht klein, die Mod. Wir können noch 3 Stunden. Wie gesagt, wir schaffen es nicht ganz bis nach Karlskrona oder bis kurz vor Karlskrona. Wir schaffen es nicht auf die Fähre und auch immer nicht geradeaus bis kurz vor Karlskrona. Das ist, glaube ich, dann doch noch ein bisschen zu nah. Und diese kurze Abschnitte, die man dann plötzlich nur 70 fahren darf, jetzt hier wieder dann auf 80 hoch, werden wir jetzt wieder ein paar von haben. Aber dem ist halt so. Ich bin echt gespannt, so mit dem neuen Light System. Das sah schon nice aus, die Bilder, die Vergleichsbilder. Auch, dass die wirklich so nach dem Perimeter sind, so, dass es halt wirklich realistisch ist, wie das Licht, dass sich das Licht auch, boah, dass das System des Lichtfalls, nee, dass der Lichtfall sich verändert, je weiter man nach Norden fährt, je weiter man nach Süden fährt und so weiter, ne? Also, dass halt wirklich eine Abstufung reinprogrammiert werden kann. Das ist schon fett. Also der Engine Upgrade hat, Engine Update, ich weiß gar nicht mal, wie SCS Software das nochmal betitelt hat, aber nennen wir es mal nennen wir es mal einfach die Erweiterung der Game Engine, die hat's schon in sich, das sind so viele Feinheiten, die das Ganze halt dann doch wieder auf neue Ebenen hebt, das Spielerlebnis und das Spiel selbst. Ist auch schön, auch gut zu sehen, dass daran auch gearbeitet wird, ne? Dass man nicht einfach sagt, okay, wir haben jetzt hier die Engine, mit der arbeiten wir, Punkt, aus Ende, sondern das gilt auch wirklich, dass nicht nur das Spiel vorangebracht wird, sondern auch die Engine selbst. Das sind ja Development-Schritte, die halt wirklich halt nochmal einen Zusatz dann noch reinbringen, ne? Also ne, zusätzliche Entwicklungen, die da gemacht werden, die natürlich auch wieder Leute von anderen Projekten quasi so gesehen wegziehen würden, aber das läuft ja bei SCS Software, die haben wir auch gut aufgestockt. Jetzt sind wir bei Jönköping. Jetzt fahren wir Richtung Växjö und bei Växjö würden wir dann wahrscheinlich rausfahren und Feierabend machen. Als Dank werden wir nochmal ausgebremst. Man kennt's. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Natürlich eine, wenn noch mal hinter ihm her.
Also ich denke mal, wenn dann die 1.40 raus ist, dann werden wir auch die Brutal Weather Mod rausnehmen und ja, eine Zeit lang, was das betrifft, aber auf alle Fälle eine Zeit lang, was das betrifft, abonnieren fahren. Aber schauen wir mal. Bis dahin dauert es ja eh noch. Ne? Also bis dahin werden wir noch so viel Spaß haben hier mit Auto Race Simulator 2 und so viel noch hier erleben. Auch bei American Truck Simulator. Wo die neue Staffel bald beginnen könnte, je nachdem wie schnell jetzt die anderen Maps auf die 1.39 abgeladen werden. Davon hängt es jetzt gerade ab. Warte, ich nehme jetzt auch gerade leider wieder auf viel zu viele Maps. Die einzige Map, die quasi darauf schon ausgebaut wurde oder ausgelegt ist, auf die 1.39 von immer ATS. Das ist die Promods-Map, die halt erst rausgekommen ist, so, ne? Die anderen da muss man noch warten. Eine Baustelle mit Ampelanlage, aber offenbar nicht. Ach ne, brauche eigentlich auf der Karte gucken, wir fahren durch Wechsel durch. Ich vergesse immer, dass ich jedes Mal, wenn ich auf die Karte schaue, es einfach gefühlt 300 Jahre verliere. Einfach so lange dauert zu laden. Aber bin ich mal gespannt. Da werden wir auch in der nächsten Folge, werden wir dann mit der Fähre rübersetzen nach Polen direkt, glaube ich sogar. Und dann liefern wir die Fracht in. War das Erbling oder Eiling? Elbing. Elbing hieß es. Wie machen wir das Ganze dann in Elbing ab? Müssen wir jetzt gerade bei den Auslaufern Vexio sein, ja genau. Wir fahren dann glaube ich sogar komplett nach Vexio rein. Immer geradeaus. Ich habe keine 50 gesehen, I'm sorry. Deswegen ballern wir immer erstmal weiter. Geradeaus. Und fahren dann auch die erste direkt links, da wir dann zum Hotel kommen. War schon mal gut, ne? Habe ich schon mal zumindest dann gleich, da kann ich direkt dann weiter nochmal aufnehmen, die nächste Folge. Und dann sind wir auch zumindest schon mal vorbereitet für, für die nächste Woche. Erst auch mal in Vexio. Okay, lass uns eine neue Route finden. 340 von 13.500 Euro sind gerade verschwunden. Nach rechts ab. Route neu berechnen. Biege nach rechts ab. Wenn wir einfach mal rechnen wollen. Neue Route finden. Einfach hier gerade drauf. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Andersrum wäre besser gewesen. Na
neu berechnen. Aber das kriegen wir auch hin. Wahrscheinlich sind wir eh so lange, dass wir gar nicht wirklich reinpassen. Oder? Nicht schön, aber passt. Anders wäre angemessener gewesen, wie gesagt. Ja, und mit diesen Aussichten vom ja, ähnlichen Hotelstil beenden wir dann auch diese Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, dass ich dann im nächsten Outdoor Simulator 2 Video wieder, wenn wir dann rübersetzen nach Polen und die 23 Tonnen schweren Bagger abliefern in Elbing. Elbing? Elbing. Ich glaube ja. Schon wieder vergessen. Sieb ist da. Aber ich meine, es war Elbing. In diesem Sinne, vielen Dank.